So, hey ho, und schon wieder in der Werkstatt mit dem Ding hier. Hier ist der Pinöppel zum Tacho zurückdrehen. Tageskilometerzähler, den werde ich auch noch neu machen. Aber warum stehe ich jetzt wieder hier herin? Moped ist gelaufen, ist richtig gut gelaufen. Ich war sehr zufrieden, bis auf den letzten Freitag nach der Arbeit. Da hat sie wieder ganz komisch rumgetan. Und jetzt war dauernder Scheißwetter, ich bin gar nicht gefahren. Hab sie jetzt stehen lassen so lang und bin heute eine größere Runde gefahren. Und dieses Mal fühlt sich das Ding an, als ob sie bloß 30 PS hat oder so. Die kommt erst ab 7.000, 8.000, als ob sie keinen Sprit kriegt. Es ist eine Katastrophe, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt nochmal gucken, ich werde nochmal Benzin durchjagen. Ob da wieder ein Schlotz drin ist, werde nochmal die andere Benzinpumpe ausprobieren, weil ja auch jemand geschrieben hat, geringe Förderleistung. Das könnte natürlich jetzt auch wieder ein anderer Grund sein, weil das Moped fühlt sich anders an als das letzte Mal, wo es die Probleme hatte. Also jetzt habe ich schon gefühlsmäßig alle vier Zylinder, aber die läuft nicht, mag nicht. Ja, das probiere ich jetzt erst einmal aus. Lass aber sicherheitshalber mal von der Vergaser einzeln den Sprit raus. Geh ja, mit dieser Ablaufschräuble und kontrolliere wirklich, ob da noch irgendwas mit rauskommt. Langsam. Erster Testlauf direkt aus dem Tank rausgelassen. Läuft ja flüssig raus. Ja, was soll sonst rauslaufen? Genügend. Also daran kann es schon mal nicht liegen, dann ist der Tank schon mal ausgeschlossen. Ja, und jetzt suche ich weiter. So, hier seitlich am Vergaser unten sind eben immer diese Ablassschrauben, dass man die Schwimmerkammer leeren kann. Und das mache ich jetzt, lasse es Stück für Stück in so ein Becherle rein, Vergaser für Vergaser und schauen wir das eben dann an, ob da irgendein Schlons mit rausgekommen ist. Und so mache ich das jetzt mit allen Vieren durch. Ja, und danach geht's weiter. Es tröpfelt raus, läuft raus, hier aus der Bohrung hier vorne. Und im zweiten war schon mal nichts, jetzt mache ich den ersten auf. Und wenn da auch nichts rauskommt, dann lasse ich die anderen zwei zu. Ganz einfach. Dann war es das nämlich schon mal nicht. Tja, auch hier sieht es eigentlich gut aus. Ein bisschen Schlonze drin. Nö. Tja, und dann schaue ich mal, was da an Sprit rauskommt. Also direkt aus dem Schlauch. Da hänge ich bloß hier wieder schnell den Zusatztank oben hin. Und ja, genau. So Leute, jetzt habe ich mittlerweile die alte Pumpe, also die, was zuerst drin war, wieder eingebaut. Habe den Schlonzi-Test gemacht, den Becher rein, kam nichts mit. Habe auch bei der, die, was ich damals dann noch verbaut hatte, auch nochmal geschaut und es kommt, ja, im Prinzip dieselbe Menge raus. Ich lasse jetzt die alte Pumpe drin, die baue ich jetzt nicht wieder aus und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich drehe durch. Boah, also das Ding macht mir jetzt echt wahnsinnig. Keine Ahnung. Aber davon jede Menge, so hätte ich das jetzt gesagt. Tja, im Prinzip bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als das Ding wieder zusammenzubauen und zu fahren. Und zu hoffen, dass sie läuft. Also irgendwas ist da oberfaul. Dass sie mit einem Schlag wieder so bescheiden läuft. Ich verstehe es nicht. So Freunde, meinen Rücksteller hier habe ich mittlerweile auch reingepopelt und er funktioniert. Hurra! Ich kann jetzt immer schauen, wie viele Kilometer ich gefahren bin. Soweit läuft sie jetzt. Ich werde es jetzt mal noch mal ausprobieren. Entweder sie läuft jetzt oder sie läuft nicht. Was ich mir allerdings jetzt noch eben vorstellen kann bei der Scheiße ist,
Tankstelle. Das werde ich jetzt ausprobieren. Wenn sie nämlich nicht läuft, dann pumpe ich den ganzen Sprit bis auf ein Literchen, so dass ich gerade noch zur nächsten Tanke komme. Zur übernächsten, die nächste nehme ich dann nicht mehr. Und tank da nochmal voll und drehe dann nochmal eine fette Runde. Und wenn es dann läuft, weiß ich definitiv, dass es an der Sprit, an dem Sprit von dieser Tankstelle liegt. Und dann tanke ich da nicht mehr. Weder mit dem Auto noch mit dem Moped, mit dem Möppi. Möppi sage ich ja mittlerweile immer. Ja, ich werde euch auf alle Fälle in diesem Video noch berichten. Sprich jetzt dann gleich im Video im Anschluss. Während für mich vielleicht noch ein Tag vergeht oder zwei. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber jetzt muss ich das Ding erst einmal wieder heimschieben. Und dann schauen wir weiter. So, eine kleine Runde gedreht. Unter 10 Kilometer, glaube ich, waren das jetzt. Sie läuft besser, aber auch nicht so richtig gescheit. Ich weiß es noch nicht. Ich muss das Ding jetzt erst einmal ordentlich ausprobieren, ein paar Mal fahren. Schauen, dass ich die Spritladung wegbekomme mit Fahren und dann einen frischen Sprit von einer anderen Tankstelle rein und dann nochmal ausprobieren. Also vielleicht liegt es ja tatsächlich am Sprit. Von dem, was ich jetzt heute gemacht habe, einziger Unterschied ist halt jetzt die andere Benzinpumpe wieder. Vielleicht macht die was aus, vielleicht haben wir beide einen Schlag weg. Keine Ahnung, aber es ist eigentlich genügend Sprit rausgekommen, wo ich sie habe Probe laufen lassen im Becher. Tja, was soll ich sagen? Wahrscheinlich lasse ich das Video jetzt erst noch auf der Cam, bis ich da jetzt einmal ein bisschen gefahren bin. Vielleicht komme ich ja morgen noch dazu. Und werde es euch auf alle Fälle dann noch in dem Video berichten. Also hier jetzt gleich im Anschluss. Boah, erstmal hinhocken hier. Tja Leute, ich habe ja noch gesagt, ich erstatte Bericht. Gelaufen wäre sie ja eigentlich soweit halbwegs normal. Aber ja, das Ding ärgert mich weiter. Und muss wieder zerlegen, aber das ist die Geschichte fürs nächste Video. Leute, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal und dann erzähle ich auch, was wieder ist.